Hallo, hier ist wieder Jörg vom Planet Fahrrad. Ich zeige dir heute mal bei Strava die Premium-Funktion, damit du siehst, ob sich die kostenpflichtige Mitgliedschaft wirklich lohnt, beziehungsweise was du dafür überhaupt bekommst. Ja, da fangen wir gleich mal an. Eine Sache ist nämlich die Ziele. Kann man jetzt hier draufklicken und sich da ein Ziel stecken, sei es, ob man jetzt ein spezielles Segment in der Zeit schaffen möchte oder hier eingibt, ich will unbedingt mein FTP auf die und die Wattzahl trimmen. Was ich habe, ist, siehst du ja hier drüben, mein Jahresziel. Dank Corona bin ich dem schon meilenweit voraus. Ja, das andere, was mir viel besser gefällt, sind die Heatmaps. Habe ich jetzt hier kürzlich auch mal erstellt. Kann man jetzt hier auf Ansehen klicken. Kannst du jetzt hier zum Beispiel Radfahren auswählen und ich möchte die ganzen Touren von diesem Jahr sehen, vom vorigen Jahr oder einfach mal insgesamt. Ja, und da sieht man jetzt hier, wo war ich überall unterwegs, in welcher Region am meisten. Und ist eigentlich immer ganz interessant, wenn man da so ein bisschen rumschaut, wo man da schon überall so im Urlaub war oder ja, wo man da überall Rad gefahren ist, was man teilweise gar nicht mehr so richtig wusste. Der nächste Punkt, das Training. Hast du ja einmal hier das Trainingstagebuch. Ja, schaue ich mir jetzt ehrlich gesagt selten an. Dann hat man hier auch noch Trainingspläne. Die habe ich auch noch nicht großartig genutzt. Da kann man sich auch noch das dann anschauen und bekommt dann auch jeden Tag immer das per Mail zugesendet. Welche Workouts man heute machen muss, etc. oder soll. Ja, was ich allerdings noch super interessant finde, ist die Leistungskurve. Da siehst du jetzt einfach hier aktuell der Vergleich Gesamt 2020 und in den letzten 6 Wochen. Und da sieht man hier, dass meine Sprintleistung schwächer ist. Interessant wird das allerdings, wenn man das jetzt hier mal mit 2019 vergleicht. Die dicke Linie ist jetzt 2020, ja, und da sieht man jetzt hier, in welchen Bereichen habe ich mich jetzt hier verbessert. Zum Beispiel, ja, meine 5-Minuten-Leistung ist aktuell um 19 Watt gestiegen dieses Jahr. Boah. Also das ist noch eine ganz interessante Sache, kann man auch noch dann hier per Watt pro Kilo sich anschauen und sich seinen geschätzten FTP einblenden lassen. Ja, das klappt jetzt gerade nicht. Dann als nächstes ist hier Fitness und Freshness. Ja, von dem System, das ist ein netter Annäherungswert. Wenn jetzt hier die Ermüdung zu krass wird, dann weiß man, ah, man muss ein bisschen kürzer treten. Aber ich muss jetzt ganz ehrlich gestehen, ich ja, nutze das eigentlich jetzt wenig, beziehungsweise schaue da weniger drauf. So, wann ist das Routenerstellen? Das habe ich dir ja schon im Extra-Video genauer gezeigt, was du da für Möglichkeiten und Funktionen hast. Das verlinke ich dir auf jeden Fall in der Beschreibung. Dann diese Herausforderungen, die werden dir dann auch in deinem Profil angezeigt. Jetzt gehe ich mal noch kurz auf mein Profil. Hier hast du jetzt auch nochmal die Heatmap. Genau, und diese Pokale und Trophäen, die werden dir als Free Member nicht angezeigt. Beziehungsweise sehen die anderen das nicht. So, jetzt zeige ich dir mal ganz kurz, wie das ausschaut mit der Aktivität. Zu einem siehst du hier schon oben meine relative Leistung. Das fehlt auch schon, also der Stress Score. Dann hat man bei der Analyse noch viel mehr Möglichkeiten, beziehungsweise hier diese Sache, das bekommst du noch so ähnlich wie diese Fitness Freshness. Das hast du auch in der mobilen App. Da sieht man immer, befindet man sich aktuell in seinem Korridor oder war die Woche vielleicht ein bisschen zu krass. Dann bekommst du hier noch so eine Herzfrequenzanalyse. Die Leistungskurve nochmal für die einzelne Tour.
Sieht man jetzt hier zum Beispiel, ich habe hier in dem Bereich habe ich einen neuen Rekord aufgestellt. Aber hier war ich jetzt relativ schlecht, aber ganz klar, ich habe ja auch nicht gesprintet bei der Fahrt. Hier sieht man noch, wie in welcher Zone meine Leistung war. Und ja, das ist dann noch die 25 Watt Verteilung. Dann interessant ist hier noch, das GPX lässt sich exportieren. Und natürlich, ach, das habe ich jetzt vergessen, bei den Segmenten nehme ich jetzt einfach mal das hier. Bei der kostenfreien Variante siehst du hier immer nur die ersten 10. Und ich sehe jetzt hier die ganze Bestenliste. Sehe jetzt, welche Zeiten, wenn ich jetzt hier drauf klicke, die Leute vor mir haben. Und könnte jetzt auch noch hier schauen. Hier Leute, denen ich folge. So, ich zeige euch jetzt hier nochmal den kostenfreien Account meiner Frau. Da sieht man jetzt hier zum Beispiel hier das Leaderboard. Da sieht man nur die die ersten 10, aber nicht mehr. Sie weiß nicht mal, in welcher, auf welchem Platz. Gut, es waren jetzt hier nur 5 Frauen, daher sieht sie es. Aber sonst, all time, sieht sie jetzt nicht, auf welchem Platz sie ist. Das funktioniert auch alles nicht. Die Analyse, das geht wenigstens noch ein bisschen. Ja, auch nur die einfachen Daten. Und hier oben siehst du auch alles, was ausgegraut ist. Das funktioniert auch nicht. Was hier noch, was ich gerade hier noch festgestellt habe, muss mich hier noch korrigieren. Es funktioniert doch der Export von GPX, auch im kostenfreien Account. Früher war das nämlich immer ein Premium-Feature. Also und hier siehst du es dann, wenn sie jetzt allerdings versucht, von jemand anderem das herunterzuladen, das funktioniert nicht. Bei meinem Account würde das aber funktionieren. Und mich würde jetzt interessieren, ja, nutzt du eigentlich die Premium-Funktion oder bist du mit dem kostenlosen Account zufrieden oder hast du vielleicht ein ganz anderes Konto, wo du deine Daten hochlädst, verwaltest? In der Beschreibung findest du auch noch einen Link, da habe ich 18 Tools vorgestellt, die deinen kostenfreien Account unheimlich aufwerten. Teilweise sind da sogar kostenpflichtige Premium-Features drin, wo dann Drittanbieter das hinbekommen über die Strava-API, die Daten abzufassen. Ja, dann wünsche ich dir noch einen guten Sommer, viele tolle Radtouren. Bis bald, dein Jörg. Ciao.